Die machen wahrscheinlich, wie es bereits 1000 andere Videos auf YouTube gibt, 10 Wege, wie man in Minecraft sterben kann. Und wer guckt sich den Scheiß an? Na, guck mal, wer da gejoint ist. Hey, den kennen wir noch gar nicht. Wer ist denn das? Ernsthaft? Rucky? Ich frag mich auch langsam ein bisschen, hä? Was denn? So, jetzt haben wir eine Nacht lang schön Erdeklatschen gemacht und den Tag davor auch schon, das wird auf jeden Fall super lustig. Der verbrennt auch nur noch, ne? Oh, er holt. Ich bin im Burakis Haus und mache Dinge. Wie er direkt hinguckt. Er guckt, da steht am Fenster rum, ey. Boah, dieser Blick. Schau, dass du jetzt nicht aufnimmst, ne, du Knecht, ey. Dann wär's lustiger gewesen. Ja, das stimmt. Boah, wie schnell er zurückgeguckt hat, ey. Wie bei SpongeBob. Ich mach die große Krabbe kaputt. Oh, oh. Jetzt steht er bei Skype wieder irgendwas. Dir gelassen, ne, in deinem Schlafzimmer. Hab ich eine Überraschung für dich, damit du nicht so alleine bist. Lass dir den scheiß Kuh raus. Nö. Niemals. Ja, toll, ein schwarzes Schaf packt er dahin. Sehe ich von hier aus. Ist doch voll geil. Ja, auf seiner scheiß Karte da, ne? Nee, ich sehe keine Tiere. Ach so? Komischerweise, vielleicht kann ich das ja umstellen irgendwie, aber. Nee, dann lass mal aus. Alter, ich kann den Wegpunkt hier machen. Geil. Aber ich hab keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich hab jetzt ein Stack Eisenbarren. Ist das nicht schön? Vielleicht. Ich drücke jetzt hier irgendwelche Tasten. Das war's nicht. Das war der Zoom? Ich hab Samen. Warte mal. Nee, was will ich mit Samen? Nee, ich lass es lieber. Ich hab Buraki Samen. Alter. Ist ja voll eklig. Jetzt brauche ich mal ganz viele Zäune wieder. Jetzt brauche ich das Melonenfeld. Melonen? Melonen. Hast du Körner, Nico? Wie, was Körner? Melonensamen. Ja, dass ich anbauen kann. Damit ich das Feld befruchten kann. Nee, ich habe nur normale. Ganz normale Melonen, oder wie? Jupp. Ja, dann gib die mal Buraki, er macht das. Sofort. Kann er das Feld befruchten? Viel aus zu großer Höhe, Alter. Ich glaube, der hat keine Hobbys. Ja, die gucken sich, glaube ich, auch das Let's Play gar nicht an. Ich glaube, die kennen hier, glaube ich, gar nichts. Außer Cutter sagt ihnen das, ne? Ja, das weiß ich nicht. Ja. Und warum sollte er dies tun? Damit Buraki mehr Aufrufe kriegt. Hä? Bei mir hat's gerade voll geleckt. Ja, bei mir auch. Ich konnte gerade keine Truhe öffnen. Ja, ich wollte auch gerade Truhen öffnen. Na scheiße, jetzt brauche ich Holz, na toll. Solange mein Eisen im Ofen rumbrutzelt. Rumbrutzelt. So, dann bringe ich dir erstmal die Melonen. Melonen. Hier, wunderschöne Wassermelonen. Mit schwarzen Punkten. Pizza. Krasse Krabbe Pizza. Ist die Pizza so knusprig? Gib mal her das Zeug. Lass die Pizza los. Kuh vergewaltigen. Lass die Pizza los. Okay, das war's alles. Lass bloß nicht die 64. Pizza los. Krass, war. Naja, Nico kann. Melonenkerne brauche ich, ne? Melonenkerne. Melonen einfach in deine Leiste tun und daraus dann Melonen. Ja, 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 okay, habe ich. Und die kannst du dann einpflanzen. Aber ich glaube, die brauchen zwei Felder. Ja, ich weiß, ja. Wie kann ich denn die Kakaobohnen machen? An Bäumen musst du die einfach drauf tun. Eine Baumplantage mache ich auch noch. Ja, dann gib die Bohnen die direkt Buraki. Er ist unser Bauer, wirklich unser richtiger Bauer. Bauer sucht Frau, ja, was bei mir geht. Ich hab nur Zuckerrohr und so ein bisschen Weizen. Naja, Weizen kann ich ihn zu mich totschlagen. Was soll ich dann machen? Ich mach dann eher so Bücherei, so für Zauber. Bücherei.
Oder ich mach unter meinem Haus so einen Keller und da mach ich dann das Höllenportal. So, hinter dir, ja. Bitte was? Achso. Der ist Member jetzt auch noch. Ist auf einmal. Ich glaube, das ist der Kumpel von diesem Lucario-Typen. So, ich werde jetzt mal kurz die Aufnahme abbrechen, damit ich mal kurz gucken kann. Dann sehen wir uns gleich. So. Jo. So. Was? Was? Alter! What the fuck? Ey, noch einmal so eine Scheiße, ganz ehrlich, und dann bin ich raus. Was war denn das jetzt? Warum das? Ey, ich hab gleich keinen Bock mehr, ganz ehrlich. Warum wurde ich jetzt in die Luft gesprengt? Ja, die haben da irgendwie aus TNT-Blöcken so einen Regen runtergehauen. Bist du jetzt... Um irgendeinen Scheiß zu testen. Frag mich nicht, warum. Ganz ehrlich, nee, ich hab gleich keinen Nerv mehr. Vor allem, ich kann mich nicht mehr wiederbeleben, ne? Oder ich bin nicht richtig im Spiel drin. Wieso bist du... Kannst dich nicht wieder joinen? Nö. Hä? Warte mal, ich starte mal nochmal das Spiel neu. Ich starte nochmal neu. Ich habe nur die Nachricht gelesen, dass da ja, irgendwas auch steht. Regen killt Sim oder killt ihn oder sowas. Ein Rotz. Da bin ich sofort ins Haus rein, weil sonst glaube ich, wäre bei der zweiten Ladung, wäre ich glaube ich auch gestorben. Ich bin auch zum Glück im Haus gewesen. Bei mir steht da gar nichts. So, oder so Pink. Oder es ist genau passiert, wo ich gerade zum Bildschirm gewechselt habe. Ja, das kann auch gut sein. Weil ich hab's nicht gelesen. So, verbinden. Jetzt wollte ich gerade das Feld zählen. Hat sich dann auch erledigt. Ah, da bist du wieder. Ich hoffe, du spawnst jetzt auch wieder bei uns. Hast du Set Home gemacht eigentlich? Nee, ich glaube, ich hab nichts verstanden. Hast du Set Home gemacht? Dass du dich zurück teleportieren kannst? Hallo? Hörst du uns? Hallo? Nico! Nico! Total katastrophal. Alter, bei... Oh. Aber du hörst mich noch, Buraki, oder? Ja. Ja, dich höre ich. Ja, hören wir uns jetzt alle oder nicht? Ich höre dich, Buraki. Hallo! Ich glaube, Nico hört uns aber nicht. Doch. Nico! Doch, der hört uns, doch. Ich hatte gerade gesagt. Achso. Irgendwie ist gerade Skype abgebrochen, irgendwie, wa? Wo bist du jetzt eigentlich? Ich bin jetzt da in der Stadt von Angelo, wo er was sein. Dann frag mal die Admins, ob die dich zu uns teleportieren können. Und dann musst du direkt Z-Torm setzen. Ja, das ist aber auch schon richtig behindert, dass wir jetzt fragen müssen, dass sie uns teleportieren können, ganz ehrlich. Ich glaube, Z-Home doch geht. Z-Home geht wie noch. Wie muss ich denn das jetzt eingeben? Nicht da bei deiner Stadt. Z-Home machen. Also nicht bei der Stadt, da wo du bist. Erst wenn du bei uns bist. Nee. Achso. Ich kann dich nicht teleportieren, ich hab's gerade probiert. Also geht nicht, geht oder das? Was? Nee, ich kann dich nicht. Da steht, du hast nicht die Befugnisse, das zu machen. Warte, ich schreib dann mal kurz. Also ich hätte keine Lust da jetzt zu den Typen was hinzuschreiben nach dieser scheiß Aktion. Schreiben sie es exakt zur selben Zeit. Ja, was soll das bitte? Pass auf, jetzt kommt Nee oder so eine Scheiße. Ja, die haben uns gekillt, ey. Wenn nicht, dann sind das richtige Arschlöcher. Inventur erzielt. Jetzt ist die Frage, wo bist du gestorben? In seinem Haus, denke ich. Bei mir. Echt, im Haus? Fast. Weil er hat noch kein Dach. Dann hoffen wir, dass seine Sachen noch da sind. Ja, die liegen da noch. Ah! Oder? Nee, sieht nicht so aus. Hattest du gute Sachen dabei? Ja, mein Weizen, mein Zuckerrohr ist jetzt weg, alles. Ja, deine Melonen auch? Nein. Nee, die hat er mir noch gegeben. Oh. Ja, aber so, jetzt so die Spitzhacke fehlt und sowas alles.
Ach, um Spitzhacke brauchst du keine Sorgen machen. Naja. Ich habe noch genug Eisen für jeden von uns. Na gut, dann nehme ich wieder neu auf. Das ist richtig traurig hier. Ey, gerade. Wer hat mein Bild weggemacht? Willkommen zurück, Leute. Ja, keine Ahnung, was jetzt hier los ist. Irgendwie alle Scheiße nur noch hier. Ehrlich. Tark hat es. Oh. Nee, das. So. Ey, was wollte ich denn? Also, wenn jemand Glas oder auch braucht, sag Bescheid, ne? Jo. So. Was sonst habe ich noch? Zucker, was kann. Kann ich den irgendwie irgendwo anbauen oder so? Ja, Zuckerrohr kannst du bei Sand und Wasser, ne? Naja, hab ich ja schon. Warte mal, was hatte ich denn davor gefragt? Irgendwas wegen. Ach ja, Kakaobohnen habe ich dir ja gegeben. Ja, weißt du genau. Ich glaube, die zur Not packe ich die lieber hier irgendwo rein, ey. Nicht, dass ich dann drauf gehe. So, das heißt, ich kann jetzt erstmal eine Menge Holz wieder. So, ich bin gerade in guter Laune und deswegen schenke ich euch was, was von Herzen kommt. Jetzt kommt. Oh, meine ganzen Bäume sind gewachsen. Eisen? Oh, Alter, ist das viel. Ja, er cheatet alles. Ja, komm. Ja, nee, ist klar. Ruhig. So, erstmal schön in die Truhe packen. So, wo bist du, Knecht? Ich hänge hier auf dem Berg rum, wo es Fackeln leuchten. Mein Zuckerrohr ist. Ja, komm her da. Ich muss hier ganz viel Holz wiederholen. Ja, dann ich könnte aber auch von dir mal wieder Weizen gebrauchen. Ist klar. Hinter dir! Ein Schaf. Da. Also, wenn die Monster jetzt an wären, hätte ich wirklich Angst. Vor allem, weil es Nacht ist. Ja, dann gib mir ja, sag ich mal Danke, ey. Was für ein Egoist, ey. Ja, was denn? Zinsen nur? Zinsen? Steuern, die du mir zahlen musst. Für was denn? Dass du beim Let's Play mitmachen darfst. Oh. Aber wo kriege ich eigentlich Milch her? Ich dachte, wir sind Freunde und deswegen. Bitte was? Bitte was? Wir kennen uns schon 8 Jahre hier. War das? Oder? Wann? Mal Videozeiten waren das noch. Mal Video.de Zeit. Genau. Ja, das waren halt Sachen, ey. Nico, kennst du mal Video? Ja, natürlich. Beste. kennst du eigentlich den Kanal von Buraki? Ja, klar. Oh, ne, ich meine auf mein Video. Nee, da nicht. Willst du den kennen? Nee, glaube ich nicht. So da schlimm. Hat er mal eine Let's Play von Zelda angefangen. Und danach das wieder nie was? Fertig gemacht. Ich glaube 2 Parts. Ja genau, 2 Parts waren das. Was war los da? Wegen Jenny, weil sie das wollte, ne? Hast du angefangen? Oder? Weiß ich nicht. Ja, ich... Oder... Nee, warte mal. Ich glaube... Oder wegen dir. Ich glaube, was man einfach schreiben kann zu den ganzen Titeln, was jetzt die Videos betrifft, eine einzige Katastrophe, A, B, C, D, E, F. Genau. Nee, Teil 1, Teil 2 muss man. Ja, glaube schon. Ich glaube, das werde ich auch so nennen. Chaos beim Minecraft hier. Richtig, ey. Geht mir irgendwie voll auf den Sack. Ja. Und dann vor allen Dingen auch genau mich irgendwie. Dich trifft's natürlich. Ja. Und mich hat's auch getroffen. Ah, schön am Zaun bauen, auf einmal bumm, alles weg. Ja, bumm. Hab ich keine Fackeln mehr? Ja, ich hab noch ungefähr 80 GB frei. 80? Jetzt muss ich schon meine Äpfel essen, ey, weil ich keinen Weizen hab. Ach so? Meine wertvollen Äpfel. Ey, du sollst aufhören, das Weizen an dein scheiß Viechern abzugeben. Ja, hallo? Die Kühe werden uns später noch richtig viel nützen. Wegen Leder und so, ne? Ach, du hast da 30 Kühe in deiner kleinen Mini-Puff-Ecke da. Ja, aber 30 Kühe, nicht jede Kuh gibt Leder, ne? Das weißt du schon. Ja, aber so viel Weizen habe ich nicht hier. Ah, deine Farm, die wächst eh. Ja, was dauert das Wachsen? Es sei denn, du hast Knochenmehl, aber es gibt ja keine Monster mehr. Knochenmehl? Knochen müsste ich eigentlich... Ja, ich habe 3 Knochen. Ja, wow. Ich habe 2 Knochen. Ne, Knochen habe ich glaube ich auch noch. 5 habe ich. Aber Knochen brauchst du ja glaube ich... Kohle haben? Aber Knochen brauchst du ja auch, um das normale Gras wachsen zu lassen. Kohle wäre nicht schlecht, ja. Ja, ich komme. Guck mal, ich bin hier der Besorger hier. Besorger? Ey, das geht gar nicht, ne? Du musst dir echt ein Dach zulegen. Dann mache ich ja gleich.
Hier, was? Hast du Kohle. Danke. Nehme ich gleich ab. Oh, gleich 64 Stück. Ach scheiße, ich brauche Fackeln. Dann wird's mal höchst Eisen. Ja, der Master kommt jetzt zu dir. Ja, Kohle habe ich ja selber noch ein bisschen. Achso, dann willst du nicht, okay. Na doch, gib mal her. Wer frisst hier von meinen... Wer frisst hier eigentlich was? Ich mach gleich ein Dach. Autsch! Na, komm. Stimmt, scheiße, ich darf das ja nicht. So, jetzt packe ich erstmal diese ganzen Sachen, die ich jetzt brauche, in die Truhe, ey. Ja, warte. Wo habe ich denn meinen Weizen gelagert? So. Da! Weizen. Teil's dir mal ein, Mensch! Meine Kühe, ey, sind. Ach ja, Fackeln habe ich auch verloren. Das war's. Ja, Kohle haben wir genug. Ja. Musst du Robert fragen. Eben. Kohle habe ich jetzt nur noch einen Stack und den behalte ich für mich. Ja. Ich kann nicht nur an euch denken, ja? Warum nicht? Richtige Egoistenschweine. Gib mal her, das Zeug. Oh, geil. Ich bepflanze mal dein Haus, ne? Bitte was? Das wäre jetzt scheiße. Ja, damit wieso? Wieder was wächst, ne? Am Tag wachsen die Bäume schneller als in der Nacht. Ach, wirklich? Ja, und deswegen sollten jetzt alle schlafen. Das bringt doch eh nichts, oder? Ja, ich meine, Tag siehst du mehr, ne? Nee, ich glaube, baller ich ja meine ganzen Fackeln hier. Was mir noch auffällt, ich bin nicht mehr Level 8 oder so. Level 0 bist du jetzt, ne? Ja. Ja, das ist wirklich blöd. Es müsste eigentlich in Minecraft noch so eine Art, so eine Speicherstation geben. Oder so eine Art Batterie oder sowas, die du aufladen kannst mit deinem Dann kannst du da dran gehen, dann kriegst du dein Level zurück. Ach so, oh, die Kühe, ne? Kontrollpunkt oder was? Ich nicht ein hier. Ja. Überall Äpfel, ja! Apfels? Apfels. Ich hab noch zwei, also wenn hast du die brauchst. Hast du Apfels gesagt? Ich mag Apfels. Apfels? Wer mag nicht Apfels? Ich mag die einfach, wie die aussehen, weil sie schon rot leuchten, punktig. Ja, nee, ist klar. Oh. Die schön grün bestrahlten. Genau! Hab ich doch aus irgendeinem Horrorfilm, ich weiß nicht mehr welcher. Ja, 28. Genau. Wo sie gerade beim Einkaufen waren im Laden. Ja, genau, die schön bestrahlt. Ach ja, scheiße, muss ich ja Treppen machen. Jetzt zeige ich euch mal, wie ein richtiges Dach funktioniert. Nicht das, was dieses Lappendach von dir. Und wen willst du beweisen? Du nimmst ja nicht mal auf, du Loop. Ja, dir und deinen Zuschauern. Ach, da guck ich nicht hin, dann sieht das keiner. Weil du schießt das, ne? Schön bestrahlt. Echt mal, die müssten hier grüne Äpfel einfügen. Grüne Äpfel. Die geben dann doppelt so viel wie die roten. Was? Weißt du? Also ich kann's aber auch selber machen. Einfach bei Texture Pack einfach die Farbe kurz mal vom Apfel ändern, dann kannst du es selber im Spiel reinmachen. Apfels. Da gibt's aber, glaube ich, keine roten mehr. Es sei denn, du kannst einen Zufallsgenerator einbauen, wenn du weißt, wie das geht. So dass dann das Spiel weiß, dass es eine 50-50 Chance ist, grün oder rot zu droppen. Ach du Scheiße. Autsch! Was du da? Viel zu anstrengend. Genau, das Schaf läuft erstmal um eine ganze Farm drumherum, um auf der anderen Seite ein Stück Gras zu fressen. Naja, macht Sinn. Natürlich. Lebt das Schaf noch in deiner Hütte? Könnte sein, dass es gerade bei mir hier rumläuft. Ich habe ja die Schere, glaube ich, noch. Sollte es einsetzen, ne? Wenn ich sie finde, da ist er. Gib mal her. Ich dir spendabel, wie ich bin. Gib mal her. Ich dir geklaut habe. Zuschauer von Buraki, der ist doch richtig gemein, ne? Ich geb den da Eisen, Kohle. Nee, das Schaf ist rausgekommen, das ist aus meinem Haus raus. Und der gibt dir gar nichts. Da will ich auch rausgehen. Achso, ich habe Eichenholz gesammelt, jetzt kann ich ja wieder neue Zäune machen. Meinst Eichel. Eichelholz, ach ja. Stimmt ja. Guck mal, wie man den verbessern muss, ey. Mehr nicht? Mehr habe ich nicht gesammelt? Ah, ich habe keinen Platz mehr. Darum, da liegt das Problem. Wieso habe ich jetzt 32 Eisen? Das habe ich jetzt erst gesehen. Ja, habe ich dir gegeben. Ehrlich? Ja.
Hat er doch gesagt. Das ist ja nett. Guck mal, der merkt das nicht mal. Richtiger Bob, ey, wirklich. Was? Autsch. Ah. Wieso Autsch, Alter? Was hast du da für Komplexe? Ja, wenn ich auch von meinem Haus runterfalle. Ach so. Dann kriegst du zwei Herzen Schaden. Kann mal passieren. Hier badet sogar ein Schaf. Hier in badet. In einem Fluss, ey. Ach, Mann. Das brauche ich. Ah, nein, das brauche ich auch nicht. So, was mache ich hier? Was mache ich hier? Ich weiß es nicht. In Zucht beibringen hier. In Zucht. Ich raste gleich aus hier. Boah, wenn du hier bist, ne? Deine Ohren. Das hätte ich ja eigentlich schon machen müssen. Ausrasten. Okay. Weil er gestorben ist. Wegen der Scheiße. Ach, geht, ne? Naja, was heißt geht? Ja. Also wenn ich gestorben wäre und ich jetzt alles verloren hätte, wäre ich ausgerastet. Du verfickter Hurensohn, bei deinem... ich finde dein Haus, ich mach dich Ascher. Wie du da Schiss hattest wegen dem Creeper an deiner Farm. Wie er ausgerastet ist. Pass auf den Creeper auf! Richtig aggressiv, der Junge. Ja, Robert muss man anschreiben, bis er eigentlich was verstanden hat. Was, Junge? Ach! Jom, nom. Nom, nom. Was läuft bei euch so? Noch nicht viel, ne? Jo, okay. Scheiße läuft. Ja, das stimmt, das ist. Er hat's erkannt. Das ist auch wie richtig, das wie war, ja. So, kurz mal gucken. Jetzt will ich erzählen hier, die alte Scheiße.